Die neuen Teile sind aus der Fabrik angeliefert worden. In der nächsten Session sind sie am Auto. Und damit herzlich willkommen zurück, Leute, zu unserer Karriere hier in F1 2018. Wir sind heute beim vierten Rennen der zweiten Saison, und zwar beim großen Preis von Aserbaidschan in Baku. Falls ihr die letzte Folge verpasst habt, das war das Rennen in China und das ist ja auch schon etwas länger her, dann könnt ihr gerne oben rechts im Video auf die Infokarte klicken. Und ich würde vorschlagen, wir gucken direkt mal, was das für Upgrades waren, die wir jetzt am Auto haben. Das weiß ich nämlich gar nicht mehr, ist ja eine Weile länger her. Dafür wollte ich mich ja nochmal entschuldigen, aber das hat sich leider so ergeben irgendwie. Ja, dass ich nicht dazu gekommen bin, was aufzunehmen in den letzten Tagen. Außerdem ist letzte Woche auch FIFA rausgekommen. Und vielleicht manche von euch, die FIFA spielen, wissen ja, wie das dann so ist. Dann, ja, spielt man irgendwie nur noch FIFA und macht nichts anderes mehr. Aber wir sind zurück hier beim Rennen in Baku. Und das war ein Upgrade für die, für das Chassis, genau. Das wird auf jeden Fall auch nochmal helfen. Und ich würde vorschlagen, wir legen direkt los mit dem Qualifying hier in Baku. Ich bin sehr gespannt, wie es laufen wird. Baku ist immer so eine meiner schlechteren Strecken gewesen. Aber ich meine, wir haben das beste Auto im Feld. Und von daher mache ich mir Hoffnung, dass wir was Gutes reißen können. Legen wir los mit dem Qualifying. Beim freien Training konnte man sich mit dieser Strecke vertraut machen, doch es ist immer noch ein schwerer Kampf um die Pole Position. Willkommen zum Qualifying hier in Aserbaidschan. Hier sind wir jetzt auf der Strecke in Q1 und wie ihr sehen könnt, haben wir Intermediates-Bedingungen. Das wird die Sache auf jeden Fall nicht einfacher machen, aber wir müssten trotzdem relativ locker in Q2 kommen können. Der letzte kleine Knick auf unserer ersten Runde hier in Q1 nochmal vernünftig mitnehmen und dann müsste das locker reichen, um uns in die nächste Session zu bringen. Ich hoffe aber, dass es in Q2 nicht mehr regnen wird, weil dann könnte es echt schwierig werden. Aber die Runde war alles in allem ganz okay. Wir kommen zwischenzeitlich vor auf Platz 1 und wie gesagt, das müsste locker reichen für Q2. Und so ist es auch. Auf dem 8. Platz kommen wir weiter in das zweite Qualifying. Unser Teamkollege war an der Spitze 1,2 Sekunden schneller als wir. Also ich hoffe, dass wir in den kommenden Sessions näher an ihn rankommen können, weil sonst sieht das nicht gut aus hier für uns. Haben wir da unten irgendwelche Überraschungen? Ja, nicht wirklich. Machen wir weiter mit Q2. DRS nochmal auf. Wir kommen gleich über die Linie für unsere erste Zeit hier in Q2. Und das sollte auf jeden Fall reichen, um uns ins letzte Qualifying zu bringen. Wir sind nur 2 Zehntel hinter Hamilton und das ist für meine minderwertigen Baku-Skills schon gar nicht so schlecht. Von daher war das eine gute Runde. Das war sogar eine richtig gute Runde. Auf dem 2. Platz kommen wir weiter in Q3 und wir sind endlich mal wieder im Qualifying, auch wenn es nur Q2 ist, vor unserem Teamkollegen. Das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Haben wir hier unten irgendwelche Überraschungen? Ja, Daniel Ricciardo ist draußen im 2. Qualifying. Das heißt, er startet nur von Platz 14. Das könnte auch echt interessant werden im Rennen dann. Ansonsten sehe ich hier aber nichts. Leclerc ist auf einem sehr, sehr starken 7. Platz. Boah, der geht echt richtig ab in dieser Karriere hier. Machen wir weiter mit Q3 und mal gucken. Vielleicht ist ja sogar die erste Pole unserer Karriere drin. Ich meine, wir sind nicht weit weg von Hamilton. Und wenn ich hier wirklich eine perfekte Runde hinbekomme, dann ist, denke ich, einiges drin. DRS nochmal auf, wir kommen gleich über die Linie für unsere erste Zeit hier in Q3. Die Runde war wirklich richtig gut, damit bin ich echt zufrieden. Mal gucken, für was es reicht. Es reicht zwischenzeitlich für die Pole. Die anderen können sich natürlich nochmal verbessern, aber das war schon mal eine sehr, sehr gute Runde. Und mal gucken, wo sind wir am Ende gelandet? Platz 3 ist es, 6 Zehntel hinter unserem Teamkollegen, der hier die Pole holt. Boah, das ist ein richtiger Schlag in die Fresse. Ich habe echt Hoffnung gemacht, dass die Runde gut genug war für die Pole, aber das war sie anscheinend nicht. Boah. 16, ey, das ist schon krass. Das ist richtig krass. Okay, da hat er uns mal wieder zerstört im Qualifying, wie so oft. Hamilton ist ziemlich weit hinten auf Platz 8 nur. Okay, das ist gut. Also ein Konkurrent weniger hier in diesem Rennen. Und ich muss sagen, Platz 3 ist trotzdem noch gut. Aber wenn man dann sieht, dass der Teamkollege 6 Zehntel vor einem ist, dann, ja, ist das vielleicht nicht ganz so gut. Werfen wir einen Blick auf die beiden Rivalitäten. Dort hat sich Ocon jetzt leider durchgesetzt. Das war aber beim letzten Mal schon mehr oder weniger klar. Und gegen Vettel wird das nochmal richtig spannend. Wir sind jetzt bis auf 3 Punkte herangekommen. Also das ist eine gute Sache. Ressourcenpunkte müssten wir auch einige dazu bekommen. Ich meine, Platz 3 ist ein richtig gutes Ergebnis im Qualifying. Und ich denke, im Rennen haben wir da auf jeden Fall eine ziemlich gute Chance, vielleicht sogar um den Sieg mitzukämpfen, wenn wir eine gute Strategie haben und wenn die Pace einfach stimmt. Wie viel bekommen wir hier dazu? 124 immerhin, wir sind jetzt schon bei 739. Das sollte auf jeden Fall reichen, um uns am Ende der Folge dann wieder Upgrades holen zu können. Der Ruf geht richtig weit nach unten bei Force India komischerweise. Okay, naja, 6 Zehntel hinter dem Teamkollegen halt, aber Platz 3 ist trotzdem ein ganz vernünftiges Ergebnis, finde ich. Okay, das nennt sich wohl erfolgreiches Qualifying. Damit haben wir im Rennen eine gute Chance.
Das will ich doch mal hoffen und ich würde vorschlagen, dorthin springen wir auch direkt. Ich bin richtig gespannt, was wir reißen können von unserem dritten Startplatz aus. Das ist, glaube ich, auch unser bestes Quali-Ergebnis bisher in dieser Karriere, ne? Ich glaube, vorher war das irgendwie Platz 5 oder so, also... Ja, es sollte ein gutes Wochenende werden. Ich hoffe, dass wir im Qualifying näher an unserem... im Rennen näher an unserem Teamkollegen dran sind als im Qualifying. Weil wenn nicht, dann wird es schwer, ihn zu schlagen. Legen wir los mit dem vierten Rennen dieser Saison hier in Baku. Ich bin sehr gespannt, wie es laufen wird. Guten Tag und willkommen in Baku. Wenn Sie sich an 2017 zurückerinnern, fand hier eines der ereignisreichsten Rennen der modernen Formel-1-Geschichte statt. Mit Kontroversen und reichlich Theater rund um das Safety Car. Überholmanövern in letzter Sekunde und einem historischen Podiumsplatz für Williams und Lance Stroll. Finden wir also heraus, was uns dieses Jahr bevorsteht. Es ist Zeit für den großen Preis von Aserbaidschan. Esteban Ocon startet aus der Pole Position und Valtteri Bottas macht die erste Reihe komplett. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Habicht, Vettel, Kimi Räikkönen und Verstappen, Magnussen, Hamilton, Grosjean und Charles Leclerc, Hülkenberg, Alonso, Carlos Sainz Jr. und Ricardo, Gasly, Stroll, Brandon Hartley und Sergei Sirotkin, Eriksson und Stoffel van Dorn vervollständigt die Startaufstellung. Die Lichter gehen bald aus, also schalten wir zur Strecke. Wir waren im Qualifying besser als erwartet. Gib dein Bestes, um diese Position im Rennen zu halten. Ja, das werde ich machen und ich hoffe sogar, dass wir uns noch ein bisschen verbessern können. Schauen wir direkt mal auf die Rennstrategie. Das müsste eine Einstop sein, wollte ich gerade sagen. Ist es aber nicht. Wir starten jetzt auf den Ultrasofts, auf den wir uns ja qualifiziert haben und gehen dann im Laufe des Rennens zweimal auf die Supersoft-Reifen. Boah, das ist ein bisschen viel, oder? Ich hätte da eher an sowas gedacht, dass wir jetzt auf den Ultrasofts starten und dann auf die Softreifen gehen. Und meistens ist es eigentlich so, dass die Einstop-Strategie auch schneller ist. Von daher werden wir das mal so probieren und hoffen mal, dass das schneller ist als das, was uns das Team vorgeschlagen hat. Benzin kann man ruhig ein bisschen mehr mitnehmen, aber nicht allzu viel. Das hat nämlich bisher nie wirklich was gebracht. Aber so für 1,5 Runden mehr kann das auf jeden Fall nicht schaden. Und dann gehen wir direkt an den Start beim vierten Rennen dieser Saison hier in Baku. Ich bin sehr gespannt, wie es laufen wird. Da sind die 5 roten Lichter. Und los geht's hier beim großen Preis von Aserbaidschan. Wir kommen richtig gut weg im Vergleich zu unserem Teamkollegen, der einen ganz schlechten Start erwischt hat. Und jetzt von Bottas attackiert wird in die erste Kurve hinein. Wir haben allerdings auch ein bisschen Besuch bekommen vom Ferrari von Sebastian Vettel. Aber es ist alles gut gegangen. Ocon und Bottas jetzt Rad an Rad in die zweite Kurve. Und es sieht so aus, als wäre der Mercedes da vorbeigezogen. Das ist natürlich nicht optimal. Aber mal sehen, ob wir das vielleicht so ein bisschen ausnutzen können, dass die da vorne battlen. Oh, Rad an Rad, werden sie auch in diese Kurve hier gehen? Das wird ganz eng werden. Oh, aber bisher scheint alles gut zu gehen. Jetzt hat Ocon auch die Innenseite für die nächste Kurve. Von daher wird er sich da wahrscheinlich wieder durchsetzen können, oder? Ah, nee, die sind immer noch Rad an Rad. Boah, das ist ein richtig gutes Battle zwischen den beiden da vorne. Und ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Angst, mich da auch noch mit einzumischen, weil das hier in Baku könnte böse enden. Jetzt aber vielleicht... Na, mal sehen. Eventuell können wir Bottas attackieren in die nächste Kurve hinein. Das wäre natürlich perfekt, immerhin an einem von den beiden direkt vorbeizukommen. Das klappt aber noch nicht. Platz 3. Jetzt müssten wir aber eine richtig gute Chance bekommen, um Bottas hier anzugreifen. Auf der langen Start- und Zielgerade saugen wir uns ran im Windschatten vom Mercedes-Piloten. Und das sollte gar kein Problem werden. Und wir haben jetzt zum allerersten Mal eine Force India Doppelführung in dieser Karriere. Und zwar eine wirkliche Doppelführung. Also nicht eine, die durch Boxenstops irgendwie... begünstigt war oder so, sondern wirklich auf der Strecke sind wir jetzt momentan die zweitschnellsten Autos. Das ist eine richtig coole Sache und ich hoffe auch, dass wir mit Ocon jetzt mithalten können, weil wenn er die Pace hat aus dem Qualifying, dann wird es schwer. Und das sieht auch ganz gut aus. Wir kommen gut dran an unseren Teamkollegen in seinem Windschatten auf der langen Start- und Zielgerade hier. Neue schnellste Rennrunde sogar, aber in dieser Runde oder in dieser Kurve zumindest reicht es noch nicht für einen Angriff, oder? Er wird ganz, ganz langsam, aber es reicht noch nicht für uns. Vielleicht ja jetzt, eine Runde später. Und diesmal werden wir sogar die Hilfe vom DRS haben. Das müsste eigentlich kein Problem werden. Wir saugen uns gut ran im Windschatten. Jetzt geht auch noch der Heckflügel auf. Und wir übernehmen die Führung hier in Baku. Und wie, das war sogar richtig einfach. Und Esteban kommt an die Box. Ich nehme an, er versucht die Strategie zu machen, die uns das Team vorgeschlagen hat. Aber ich vertraue da weiterhin auf unsere Einstop. Ich glaube, das ist gar nicht so scheiße. Runde 7 von 26 in diesem Rennen hier. Wir kommen rein für unseren ersten und hoffentlich auch einzigen Boxenstopp in diesem Rennen hier. Man muss immer ganz vorsichtig sein bei der Boxen einfach. Die ist echt richtig kritisch. Hoffentlich guter Stopp jetzt von unseren Jungs. Ich glaube aber, wir werden leider hinter Ocon rauskommen, weil der ja etwas früher reingekommen ist. Aber dafür muss er noch einen Stopp machen und wir wahrscheinlich nicht mehr, wenn alles nach Plan läuft.
Mal sehen, was wird es am Ende sein? Platz 4 oder Platz 5? Da kommt einer der McLarens, glaube ich, noch durch die erste Kurve. Nee, Sainz war das. Und es ist Platz 5. Es sollte aber kein Problem werden, an Sainz direkt wieder vorbeizuziehen. Wir kommen gut ran im Windschatten und das war ja mal mehr als einfach. Jetzt geht sogar noch das DRS auf. Und ich bin echt gespannt, wie die Strategie hier funktionieren wird. Ich glaube nämlich, so gut wie jeder andere macht hier eine 2-Stop. Also das könnte echt nochmal spannend werden am Ende. Der zweite Renault von Nico Hülkenberg ist der nächste und auch das sollte gar kein Problem werden, da vorbeizukommen. Ich muss sogar leicht vom Gas gehen, dass wir ihm nicht da in den Kurven reinballern. Das wird ein bisschen eng hier, aber wir sind vorbei und jetzt wieder vor auf dem dritten Platz und somit auf dem Podium. Und ich glaube, Ricciardo da vorne geht rein. So ist es auch und dadurch haben wir jetzt wieder eine Force India Doppelführung. Oh, gelbe Flagge weiter hinten. Ich glaube, einer der McLarens ist da langsam. Onboard mit Stoffel Van Dorn, der müsste da der Auslöser gewesen sein. Mal gucken, was passiert. Ich vermute, es wird einfach ein Motorschaden sein, wie eigentlich oft. Und so ist es auch. Und wir haben einen Safety Car. Das ist richtig gut. Oder ist es gut? Doch, es müsste eigentlich gut sein. Ja, weil ich meine, Ocons Vorsprung ist jetzt weg und er muss nochmal reinkommen. Wir nicht mehr. Und außerdem hilft das auch unseren Reifen. Die wären nämlich normalerweise am Ende ziemlich am Arsch gewesen. Aber durch das Safety Car wird das jetzt gar kein Problem, durchzufahren auf den. Oh nein, Ocon ist aber leider schlau und kommt jetzt während des Safety Cars an die Box. Das ist gar nicht gut. Das bedeutet nämlich, dass er sich ziemlich viel Zeit spart. Und somit ist das vielleicht doch nicht so gut, dass das Safety Car jetzt rauskommt. Ah, sogar gar nicht. Er wird fast direkt hinter uns sein. Er wird direkt hinter uns sein. Oh, das ist richtig kacke. Ah, na gut, aber dafür ist er jetzt auf den Soft-Reifen und nicht auf den Super-Softs, auf den er normalerweise gewesen wäre. Also das wird jetzt einfach ein Fight hier über 12, 13 Runden zwischen uns beiden Force Indias um den Sieg hier in Baku. Runde 14 von 26. Das Safety Car kommt jetzt in dieser Runde rein. Das heißt, jetzt werden wir sozusagen zum Safety Car und dürfen hier bestimmen, wann es wieder losgeht. Und das ist hier in Baku alles andere als einfach, weil man hier halt direkt diese lange Start- und Zielgerade hat, wo man angegriffen werden kann. Aber ich hoffe, das wird hier alles glatt laufen und wir bleiben in Führung. Aber mal sehen, wann geben wir Gas? Machen wir das einfach mal jetzt, weil Ocon gerade so ein bisschen geschlafen hat. Das hat ganz gut geklappt. Wir konnten uns direkt mal ein bisschen absetzen von unserem Teamkollegen und das hat sogar richtig gut geklappt. Wir bleiben in Führung hier in Baku. Jetzt müssen wir einfach pushen, was das Zeug hält, um zu verhindern, dass Ocon gleich DRS auf uns hat, wenn das aktiviert wird. Aber das wird nicht einfach. Er ist nämlich richtig schnell hier unterwegs. Das wird sogar alles andere als einfach. Da kommt schon der erste Angriff von Esteban Ocon. Er saugt sich ran in unserem Windschatten. Aber das wird wahrscheinlich noch nicht reichen. Nicht verbremsen jetzt in die erste Kurve hinein. Das passiert immer ganz leicht. Und das war auch ein bisschen spät. Aber wir bleiben vorerst vorne. In dieser Runde konnten wir uns so ein bisschen absetzen, aber da sieht man schon, wie OP dieser Windschatten hier ist auf der langen Gerade. Er kommt einfach fast wieder ran. Das wird zwar nicht reichen für einen Angriff, aber boah, das wird schwer. Jetzt, wenn auch noch das DRS ins Spiel kommt, dann sieht das nicht gut aus für uns. Das sieht sogar überhaupt nicht gut aus und ich befürchte, jetzt werden wir ein Problem haben. Da kommt er ran, wird sogar das DRS haben und das wird ganz schwer zu verteidigen sein. Aber so viel schneller ist er ohne den Windschatten gar nicht. Jetzt geht das DRS aber leider aus hier auf der langen Gerade. Wir berühren uns sogar fast. Wir müssen später bremsen als Esteban, um hier vor ihm zu bleiben. Und das hat ganz vernünftig geklappt. Rad an Rad mit unserem Teamkollegen im Kampf um den Sieg hier in Baku. Können wir hier nochmal unsere Nase innen reinhalten, in die zweite Kurve hinein? Ah, nicht so ganz. Er ist vorbei, aber wir haben das DRS. Und das ist noch lange nicht durch, weil wenn wir jetzt hinter ihm bleiben können, und das können wir sogar ganz gut, und können ihn vielleicht jetzt schon attackieren. Damit habe ich gar nicht unbedingt gerechnet. Außenrum vorbei, in die dritte Kurve hinein. Das geht aber leider nicht. Aber was ich gerade schon sagen wollte, wenn wir jetzt dranbleiben und in der nächsten Runde das DRS auf der langen Gerade haben, dann können wir da wieder vorbeikommen. Ah, wir haben das DRS, aber das wird nicht ganz reichen, um ihn anzugreifen. Jetzt bekommen wir sogar noch Probleme mit Bottas, der hier hinter uns rankommt. Aber nicht vorbeikommt. Boah, das werden nochmal spannende Schlussrunden hier. Ocon ist aber leider schneller. Er hat natürlich auch frischere Reifen. Das könnte ein Grund dafür sein. Ich meine, wir haben unsere seit Runde 7 und er seine erst, keine Ahnung, während dem Safety Car ist er ja reingekommen. Also, das wird schwierig, da nochmal vorbeizukommen. Ich befürchte fast, wir müssen uns sogar mehr darauf konzentrieren, hier den zweiten Platz ins Ziel zu bringen. Bottas macht jetzt nämlich ordentlich Druck. Da kommt er jetzt ran mit dem DRS und wird vielleicht vorbeiziehen. Rad an Rad mit dem Mercedes in die erste Kurve hinein. Wir bleiben aber nochmal vorne. Oh, gelbe Flagge, ist das unser Teamkollege? Oder einer hinter uns? Ich glaube, es war leider einer hinter uns. Boah, ich dachte gerade schon. Onboard mit dem Red Bull von Daniel Ricciardo. Der müsste das gewesen sein. Ich dachte in einem kurzen Moment, dass es Ocon war. Aber das war es leider nicht. Und was passiert mit Ricciardo? Okay, das lasse ich einfach mal so unkommentiert stehen. Da kommt Bottas jetzt wieder mit dem DRS. Das wird schwer zu verteidigen sein. Er ist viel näher dran als in den letzten Runden immer und wird wahrscheinlich vorbeiziehen. Mal sehen, ob wir ihn nochmal attackieren können, wenn wir uns hier in Windschatten hängen. Vielleicht nochmal in die Nase reinhalten, das hat aber nicht so ganz geklappt. Vorbei ist das hier aber noch lange nicht. Eine Runde später können wir nämlich wieder kontern mit dem DRS. Das sollte kein Problem werden, aber das ERS wird gleich wieder knapp. Damit habe ich ziemlich Probleme in diesem Rennen, muss ich sagen.
aber es reicht trotzdem, um vorbeizuziehen. Zwei Runden noch. Und er kann auch nicht direkt wieder kontern in der nächsten Runde. Das ist eine gute Sache. Und jetzt müssen wir die lange Gerade nur noch einmal überleben. Dann haben wir immerhin den zweiten Platz hier. Klar ist natürlich ärgerlich, dass der Sieg weg ist, aber Ocon war einfach viel stärker an diesem Wochenende hier. Und da kommt Bottas jetzt wieder. Das wird nochmal knapp. Scheiße, damit habe ich nicht ganz gerechnet. Der war nämlich ziemlich weit weg, konnte aber im Windschatten richtig gut rankommen. Oh, das war ein bisschen knapp gerade. Leider ist er vorbei. Mal sehen, können wir direkt wieder kontern in die dritte Kurve hinein, auf dieser etwas kürzeren DRS-Zone hier. Na, das sieht nicht so aus. Jetzt müssen wir dranbleiben, um das DRS auf der Start- und Zielgerade zu haben. Und dann wird das hier so eine Art Fotofinish. Jetzt muss alles passen. Wir kommen in die letzte richtige Kurve auf dieser Strecke hier. Die letzte richtige Kurve im Rennen. Lilaner zweiter Sektor nochmal. Ich habe wirklich alles gegeben auf dieser Runde, um hier nochmal die Chance zu bekommen, den Mercedes anzugreifen und unseren ersten Doppelsieg für Force India klar zu machen in dieser Karriere hier. Das wird aber mehr als eng. Das RS ist am Limit, das Benzin ist voll am Limit und das wird richtig spannend. Wir saugen uns ran im Windschatten an den Mercedes-Piloten. DRS auf, wird es reichen, um dort vorbeizuziehen? Und das wird wirklich ultra knapp. Reicht es? Sind wir Zweiter? Ich glaube schon, oder? Fantastischer Job, du hast es auf das Podium geschafft. Super gefahren, du warst unglaublich schnell. Das freut mich unheimlich. Also wieder ein fantastischer Sieg für Force India. Also Stefan, wie hat er das denn angestellt, sich heute so vom Feld zu lösen? Tja, er hat die Safety-Car-Phase perfekt ausgenutzt. Es gibt so viele Dinge, an die man denken muss, wenn das Rennen zurückgesetzt wird. Fährt man an die Box und holt sich neue Reifen? Hat man hinter sich Platz? Wie viel Treibstoff kann man sparen? Wenn man auf diese Fragen die richtige Antwort findet, hat man eine gute Chance. Und genau das ist heute passiert. Sie sind auf dem Weg zur Siegerehrung. Force India hat es in der Formel 1 wirklich weit gebracht. Heute sind Sie nach diesem außergewöhnlichen Rennen die verdienten Sieger. Boah, was war das für ein krankes Finish? Wir sind zeitgleich mit Bottas über die Linie gekommen. Aber irgendwie war das Spiel anscheinend nett und gibt uns diesen zweiten Platz. Boah, knapper geht es nicht. 26 Runden sind wir hier gefahren. 46 Minuten hat das Ganze gedauert. Und am Ende haben wir genau die gleiche Zeit wie ein anderer Fahrer in einem anderen Auto. Das ist unfassbar krass. Boah, das ist das knappste Finish, was ich je hatte in einem Rennen. Das war unfassbar. Aber wir haben es geschafft. Unser erster Doppelsieg auch. Hier mit Force India. Leider hat es nicht für den Sieg gereicht. Ocon war einfach zu stark. Aber Platz 2 hier in Baku, das war schon immer so eine meiner schwächeren Strecken. Das nehme ich sehr, sehr gerne mit. Boah, und vor allem nach so einem Finish, da kann man sich echt über Platz 2 freuen. Alter, das war krass. Da muss ich erstmal drauf klarkommen. Eriksson im Sauber holt einen sehr, sehr starken fünften Platz. Das ist ein richtig krasses Ergebnis. Leclerc ist allerdings ziemlich weit zurückgefallen. Der war im Qualifying relativ stark. Aber am Ende im Rennen hat es nur für Platz 12 gereicht. Haben wir sonst irgendwelche Überraschungen? Ja, Kimi Räikkönen nur auf Platz 18. Keine Ahnung, was mit ihm so ganz abgegangen ist, aber jo, das ist mir gerade auch völlig egal. Boah, das war ein unfassbares Rennen und am Ende steht hier ein Force India Doppelsieg. Zum ersten Mal in dieser Karriere und das ist der erste von hoffentlich vielen. Und hoffentlich aber auch der einzige, in dem wir Zweiter sind. Das wäre eine gute Sache. Aber Ocon wird echt ein harter Konkurrent in der Saison. Aber da freue ich mich drauf. Ist echt cool, meinen Teamkollegen zu haben, der einfach auch mal schneller ist als einer. Da will ich gar nichts gegen sagen. Und an dem Wochenende war er deutlich besser. Ich meine, auch die schnellste Runde, die er da am Ende nochmal rausgeknüppelt hat, die war schon... Ja, das ist schon eine krasse Zeit. Ich glaube allerdings, in der Fahrer-WM müssten wir das Ganze jetzt anführen. So ist es auch. Wir führen einen Punkt vor Valtteri Bottas. Das war sozusagen auch nochmal ein Überholmanöver um die WM-Führung. Wäre er nämlich vor uns gewesen, dann würde er das Ganze jetzt anführen. Also, boah, ein krasseres Finish habe ich noch nie erlebt. Aber wir haben auch, Alter, was ist das hier für eine Saison? Wir haben 4 Fahrer innerhalb von einem Rennsieg sozusagen in der WM. Das ist echt richtig krass. Wir haben klar erst 4 Rennen gefahren, aber trotzdem... Das könnte echt eine richtig spannende Saison werden, wenn es so weitergeht. Und wir führen das Ganze an. Also besser könnte es momentan oder bis hierhin nicht gelaufen sein. In der Konstrukteurs-WM bleiben wir allerdings hinter Mercedes, sind aber deutlich näher rangekommen. Es sind nämlich nur noch 16 Punkte. Also ich hoffe, dass wir auch da bald an denen vorbeiziehen können. Ein toller Tag. Wie war er denn aus Ihrer Perspektive? Denken Sie, dass Sie viel aus Ihrer Rivalität gelernt haben? Boah, wollen wir das mal raushauen? Ich glaube, es ist an der Zeit, über einen Teamwechsel nachzudenken. Nee, da werden wir hier noch rausgeschmissen. Ja, obwohl, komm, das stimmt zwar nicht wirklich. Wir werden auf jeden Fall bis zum Ende der Saison bei Force India bleiben. Danach, klar, wird es Zeit für was Neues, aber hauen wir das einfach mal raus. Ich bin echt gespannt, was Force India dazu sagt. Wir haben heute ganz schön Lack einbüßen müssen. Hatten Sie Schwierigkeiten mit dem Grip oder Probleme, die Kurven richtig einzuschätzen?
Ich bin mir gerade nicht sicher, was die so ganz meint. Klar, ab und zu habe ich bestimmt die Wand berührt, das passiert auf Stadtstrecken einfach, aber... Boah. Das ist mir bei der Fahrt nicht aufgefallen. Ich muss mir nochmal die Wiederholung ansehen. Danke für den Kommentar. Schauen wir auf die beiden Rivalitäten. Dort haben wir auf Vettel jetzt ordentlich aufgeholt. Und auch auf Ocon sogar, obwohl er vor uns war. Das ist eine gute Sache, aber die Rivalität ist eh schon entschieden. Und gegen Vettel haben wir jetzt einen Gleichstand. Das wird echt nochmal richtig spannend, was die letzten 10 Punkte angeht, die es in der Rivalität noch zu holen gibt. Ressourcenpunkte sollten wir auch einige bekommen. Ich glaube sogar, wir haben auch das Teamziel erfüllt, was uns gestellt wurde, oder? Ich bin mir gar nicht sicher, was das für ein Teamziel war. Aber normalerweise schaffen wir das eigentlich. Das haben wir auch diesmal geschafft. 500 Ressourcenpunkte bekommen wir dafür einfach geschenkt. Wir stehen jetzt schon bei 1600. Da werden wir auf jeden Fall gleich was machen können, was die Upgrades angeht. Und unser Teamziel war, werde Dritter oder besser. Gut, das ist mehr oder weniger einfach im zweitbesten oder im besten Auto ja sogar. Ausgezeichnetes Ergebnis. Solche Platzierungen machen sich gut beim Verhandeln. Gern mehr davon. Hier können wir die Bedingungen unseres Angebots anpassen. Je ambitionierter unsere Ziele sind, desto bereitwilliger wird das Team uns entsprechende Vergünstigungen einräumen. Wir können zwar mehr als nur ein Angebot unterbreiten, aber wir müssen dennoch vorsichtig sein. Wenn ein angebotener Vertrag deinen Wert für das Team übersteigt, wird das Angebot abgelehnt. Passiert das zu häufig, bleibt uns nur noch das ursprüngliche Angebot. Na, dann hoffen wir mal, dass das nicht passiert. Den Vertrag handeln wir natürlich auch noch in der Folge aus. Erwartete Quali-Platzierung machen wir mal auf Platz 4. Platz 2 ist ein bisschen krass, auch wenn wir das beste Auto haben. Die Rennplatzierung lassen wir, oder machen wir auch auf Platz 4. Das müsste ganz passend sein. Teamziele auf Mittel. Und dann versuchen wir einfach mal überall Level 3, außer bei den Boxenstops. Die sind mir nämlich immer noch nicht so wichtig. Ich meine, die paar Zehntel oder Tausendstel, die man da vielleicht dadurch rausholen kann, sind echt nicht entscheidend. Obwohl, komm, probieren wir es einfach mal. Wir haben ja mehrere Versuche und, sorry. Wenn das nicht klappt, dann können wir es nochmal versuchen. Sie haben diesen Vertragsbedingungen nicht zugestimmt. Wir sollten es erneut versuchen. Okay, das hat nicht mal annähernd geklappt. Dann machen wir die Boxenstops einfach mal weg, so wie ich es ursprünglich geplant hatte, und schauen mal, was sie dazu sagen. Sie lassen sich auf die aktuellen Vertragskonditionen nicht ein. Versuchen wir es nochmal. Okay, das wird ein bisschen schwieriger als erwartet. Dann können wir ruhig mal die Upgrade-Geschwindigkeit auf Level 2, also dass die Zeit für die großen und die kleinen Upgrades um eine Woche reduziert wird. Noch nicht für die Ultimativen, aber ich glaube, auf Ultimative haben wir momentan noch keinen Zugriff. Von daher ist das eh nicht so wichtig. Und die gleichzeitigen Upgrades können wir auch mal auf Level 2. Ich meine, 3 pro Abteilung, das ist völlig ausreichend. Das Team hat den Vertragsbedingungen zugestimmt. Alles, was jetzt noch fehlt, ist die Unterschrift, damit der Vertrag ab dem nächsten Rennen am Wochenende in Kraft treten kann. Okay, das hat doch ganz gut geklappt. Dann gucken wir zum Schluss nochmal auf den Entwicklungsbaum, wie jedes Mal. Und dort haben wir Zugriff auf ultimative Upgrades. Das würde ich gerne mal nachschauen. Ja, hier hätten wir bald 2, wenn wir uns das hier holen würden. Okay, das können wir vielleicht machen. Mal gucken. Ich würde nämlich gerne erstmal das dritte Upgrade für die Strapazierfähigkeit vom Getriebe holen, damit wir damit dann wirklich endgültig keine Probleme mehr haben und keine Strafen hinnehmen müssen, weil vor allem in so einer Saison, in der wir jetzt sind, wo wir um die WM mitkämpfen, ist es echt ärgerlich, wenn man irgendwelche Grid-Strafen da hat wegen dem Getriebe. Von daher machen wir das einfach mal und dann wird es jetzt wahrscheinlich nicht mehr für ein großes Upgrade reichen, aber zumindest ein kleines werden wir mitnehmen können und ich würde vorschlagen, wir holen uns einfach mal das hier für den Frontflügel. Das sollte dann beim nächsten Mal in Spanien schon ankommen und dann war's das auch von dieser Folge F1 2018. Es war ein richtig geiles Rennen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen hoch da und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder beim großen Preis von Spanien in Barcelona. Bis dann, Leute, danke fürs Zuschauen und ciao.